Und da zieht er wieder auf. Alle Däre. Ah, Gaudi. Bin immer noch auf Stufe 3. Wow. Genial. Wenn ich mich da so erinnere, was ich da beim Rennen von den Eindrücken normalerweise habe. Das sind die ersten Gedanken von wozu? Wozu das alles? Aha, eingeschlossenes Gatter. Auf der Brixenbachalm. Da sind dann schon die ersten richtig begeisterten Zuschauer. Die sehen da natürlich auch gut ein. Auf dem Streckenverlauf. Das nächste Gatter. Jetzt geht es eigentlich erst so richtig los. Die erste Vorstraße. Richtung Wiegalm geht es da. Schauen wir noch mal auf den Höhenmesser. Was uns der da verrat. 1074, sagen wir 1100, haben wir ein bisschen mehr als 400 Höhenmeter. Und jetzt gehen wir mal so richtig rein in die Partie. Ei, wieder, ja, super. Von wegen reingehen, absteigen. Die Gatter gibt es natürlich beim Rennen nicht. Die Kühe allerdings schon. Das haben wir gestern gesehen beim Hillclimb. Da sind ein paar mehr reingelaufen. Es waren gleich Männer da, die was das voll im Griff gehabt haben. Da ist nichts passiert. Gut. Dann fahren wir halt jetzt. Warm ist, viel wärmer als gestern und den nächsten Tag soll es noch wärmer werden. Für mich persönlich nicht so optimal. Ich hab's lieber Sonne, ja, aber nicht zu warm. Besonders am letzten Anstieg. Die Katastrophe ist dort, wenn es herknallt und man nichts mehr dabei hat zum Trinken. Oder halt ein Wasser zum Ackeln. Das sind dann die Quallen, von denen alle reden. Links wollen sie, dass wir fahren. Nie wäre mir was anderes eingefallen. Ich habe keine Ahnung, was das zur Zeit für ein Schnitt vertikalgeschwindigkeitsmäßig ist. Weil die Zeit zeigt mir da jetzt am Display nicht an. Schaut man ja nicht. Spielt auch keine Rolle. Es geht einmal nur um den Versuch, mit dem Bionics darauf zu fahren. Schalten. Wenn die Schaltung wollte, oh, ja, typisch Kettenschaltung, Steinzeittechnik, furchtbar, dass das überhaupt noch hergestellt wird.
den Kurven ist es mit Bionics oft einmal so, dass man sogar bremsen muss. Da war es nicht der Fall jetzt, weil zu wenig Schotter liegt. Aber wenn es mit 20 in so einen Schotter reinfasst, ist bergauf auch angebracht, einmal ein bisschen zurückzunehmen. Da vorne sehe ich gerade ein Kollege gefahren. Er wird sich jetzt ein bisschen anschauen, wobei der nicht schlecht ist. Keinesfalls. Respekt. Ah, du bist ja schon ganz schnell unterwegs. Servus. Magst du ein Testrennen, ja? Ja, war ein ganz junger. Ich kenne einen Schweinestein. Und auf einen Tag ist das, war nichts gewesen. Umso anders hängt her für eine Woche. Puls nach wie vor über 160, hundertprozentig. Und da kommt jetzt eine von den schlimmeren Passagen bergauf. Ein Doppel-S. Und danach kommt es ganz dick, sprich steil. Da beißt sie dann zum ersten Mal die Streift Mountainbike. Ah, kaum Unterstützung. Und jetzt wieder. Schau, da ist einer in der Steigung. Dann nehmen wir mal einen Vierer dazu, oder? Nein, bleiben wir auf drei. Schauen, was draus wird. Schalten. Servus, er fährt mit Strom, keine Sorge, gell? Ja, allerdings. Links war der tolle Trailabzweig. Sogenannte Dark Side. Jetzt habe ich zu Brixenbachalm. Ganz ein tolles Wegerl. Schalten. Also erholt komme ich da oben sicher nicht an. Ganz sicher nicht. Aber wir haben ja gesagt, engagiertes Treten, nicht Renntempo, aber schon spürbar, dass man am Puls aufkriegt. Und das ist der Fall.
11 km/h sind es. Und das wird so ja bleiben.